Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Wir sind mitten im Oktober, mitten im Herbst, mitten zwischen Sommer und Winter. Ich mag den Herbst. Herbst ist Dazwischenzeit, Übergangszeit. Die Zeit, in der sich die Tage nicht so richtig entscheiden können, ob sie noch Sommer oder schon Winter sind. Die Natur befindet sich im Übergang. Zu Beginn bietet sie alles auf, was ihr zur Verfügung steht, an Farben und Fülle. Ernte Dank. Und am Ende hat sie alles hergegeben und losgelassen, liegt nackt und bloß da, zieht sich zurück, um neue Kräfte zu sammeln, damit sie im Frühjahr wieder aus dem Vollen schöpfen kann. Herbstzeit ist draußen und drinnen Zeit gleichermaßen. Ich habe Lust, durch die Wälder zu streifen, Drachen auf Stoppelfeldern steigen zu lassen, letzte Sonnenstrahlen aufzusaugen und hinterher eine heiße Suppe zu löffeln. An Regentagen will ich mich aufs Sofa kuscheln mit einer Kanne Tee und einem guten Buch oder mir schon mal überlegen, wie wir die Advents- und Weihnachtszeit gestalten. Ab und zu erlaube ich mir das sogar wirklich. Der Herbst verlangt nach Flexibilität. In keiner anderen Jahreszeit stapeln sich in unserem Flur so viel Schuhe und Jacken wie jetzt. Man muss für alles gerüstet sein. Laue Sonnentage ebenso wie stürmische, nasskalte Regentage. Frostige Kälte am Morgen, über 20 Grad am Mittag. Die Stimmungsschwankungen der Natur übertragen sich auf mich. Ich schwanke auch zwischen Dankbarkeit und Bedauern. Ich blicke dankbar zurück auf alles, was gelungen ist in diesem ereignisreichen und oft kräftezehrenden Jahr. Projekte, die trotz aller Einschränkungen umgesetzt werden konnten. Segensreiche Begegnungen, überstandene Krankheiten, Möglichkeiten und Chancen, die ich ergreifen konnte. Menschen, denen ich helfen konnte und Menschen, die mir mit ihrer Liebe und Wertschätzung Kraft und Zuversicht geschenkt haben. Aber nicht alles war gut in diesem Jahr. Manchmal war der Aufwand weit höher als der Ertrag. Manches hat trotz größter Mühe keine Früchte hervorgebracht. Es gab scheinbar auswegslose Situationen, die ich vergessen möchte. Es gab Dinge, die ich hätte tun oder sagen sollen oder wollen. Und Dinge, die ich besser nicht gesagt oder getan hätte. Und das Bedauern wiegt schwer. Herbstzeit ist die Zeit, loszulassen, was schwer macht. Ich wünsche mir einen brausenden Wind, der all das Schwere, all den Ballast von mir abschüttelt. Wie ein Herbststurm, der die Bäume von den toten Blättern befreit. Vielleicht bin ich dann auch ein bisschen kahl und zerzaust, fühle mich blank und bloß. Aber nur wenn ich loslasse und abgebe, kann Neues entstehen. Ich bin sicher, Gott kehrt alles auf, was ich loslasse. Ich glaube, er hat einen riesigen Komposthaufen, auf dem er alles zusammenträgt, was wir ihm so an Abfall hinwerfen. Und er lässt uns daraus neue Kräfte zuwachsen, wenn wir ihm und uns eine Zeit des Rückzugs und der Ruhe gönnen, um Kräfte zu sammeln. Guter Kompost braucht ja auch seine Reifezeit. Im ersten Buch der Bibel verspricht Gott, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott hält sein Versprechen. Nutzen wir doch das und die Zeit dazwischen, die Zwischenzeit.
Ich wünsche allen einen segensreichen Herbst mit viel Mut zum Loslassen und viel Zeit und Ruhe zum Kräftesammeln. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.